Seit 2013 entsteht im Rahmen des Projekts Lückenschluss U5 der neue U-Bahnhof Rotes Rathaus. Direkt vor dem Berliner Regierungssitz, gemäß den Entwürfen des Architekten Oliver Collignon. Blickfang des U-Bahnhofs sind die vom Gewölbe des mittelalterlichen Rathauses inspirierten Pilzkopfstützen. Doch auch für die Wandgestaltung hat sich der Architekt etwas Besonderes einfallen lassen. Mehr als 3000 schwarze und weiße Terrazzoplatten müssen an die Wände angebracht werden. Davon sind fast die Hälfte Einzelstücke, aufwendig produziert in Babelsberg bei Potsdam. Für die Herstellung einer abgerundeten Terrazzoplatte beispielsweise sind 20 Arbeitsschritte notwendig. Von der Zeichnung über das Gießen mit den hochwertigen Zuschlagstoffen, das Schleifen bis hin zum Anti-Graffiti-Schutz. Auch das Aufhängesystem im U-Bahnhof hat es in sich. Denn die Platten müssen perfekt ausgerichtet sein und stets sicher halten. Die Platten können nur in einer Reihe übereinander angebracht werden. Fehlt eine der unteren Platten, können die oberen nicht montiert werden. Doch im Frühjahr 2020 ist es dann soweit. Das Terrazzo-Puzzle ist fertig.